Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Skorpion und Aszendent Skorpion. Willkommen zu Ihrem Horoskop für den 13. bis 19. April. Liebe Skorpione, der Mond wird an den ersten zwei Tagen dieser Woche im Zeichen Wassermann fortschreiten. Deshalb werden Sie Ihre Energie insbesondere auf Ihre Karriere und Ihr Zuhause investieren. Familiäre Belange könnten Sie zu Anfang der Woche vermehrt beschäftigen. Nach dem 15. wird der Mond in das Zeichen Fische übergehen. Somit werden emotionalere Energien in der Luft sein. Die Romantik wird ansteigen und Belange, die Sie glücklich machen werden, wie beispielsweise Ihre Kinder und Ihr Liebesleben, vermehrt an Ihrer Tagesordnung stehen. Ab dem 16. wird der Mond in das Zeichen Widder übergehen und am 18. April um 21.46 Uhr, 28 Grad im Zeichen Widder, wird ein Neumond aufgehen. Dieser Neumond könnte eine Neuheit in Ihrem Arbeitsleben aufkommen lassen. Sie könnten einen Neuanfang starten. Sie könnten neue Entscheidungen bezüglich Ihres täglichen Lebens, Ihrer Angewohnheiten, Ihrem Ablauf und Ihrer Diät treffen und Reorganisationen durchführen, meine lieben Skorpione. Planet Mars wird ein Quadrat zum Jupiter bilden. Demnach werden Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse in dieser Phase intensiver werden. Insbesondere in Ihrem Arbeitsleben und Ihrer Karriere werden Sie mutiger handeln. Ihr Andrang sowohl zum Geldverdienen als auch zum Erfolg könnten sich gesteigert haben. Sie sollten diesen Ehrgeiz bei neuen Unternehmungen unter Kontrolle halten, also keine großen Risiken eingehen, liebe Skorpione. Denn Sie befinden sich in einer Phase, in der Sie sicherere Schritte tun sollten. Am 15. dieser Woche wird sich Merkur vom Zeichen Widder trennen und in das Zeichen Stier übergehen. Bis zum 1. Mai wird sich Merkur in Ihrem entgegengesetzten Zeichen, dem Stier, befinden. Während dieser Phase könnten Sie sich intensiver auf das Thema Beziehungen konzentrieren. Ihre Kommunikation zu Menschen Ihnen gegenüber sowie zu Ihrem Lebenspartner könnten gestärkt werden. Sie könnten einige Abmachungen oder Verträge bezüglich einiger Themen abschließen. Falls Sie in irgendeinem Bereich professionelle Beratung benötigen, können Sie diese Phase dazu nutzen, meine lieben Skorpione. Machen Sie es gut und bis bald!